Hört euch an das schöne Lied vom Seemann Franke und von seiner Braut, der Köchin Frieda Hanke. Als er Abschied nahm von ihr, schenkte er als Kavalier ihr ne Wurst und ein elektrisches Klavier. Daraus wird jedem klar, dass er praktisch und auch kunstverständig war. Dieses Kunstverständnis von dem Seemann Franke fehlte leider völlig Fräulein Frieda Hanke. Sie verkaufte das Klavier und sie kaufte sich dafür eine riesengroße Menge Schnaps und Bier. Dazu aß sie die Wurst, denn nach Wurst bekommt man immer wieder Durst. Als der Seemann heimkam, war er sehr betroffen. Seine Braut war nämlich fürchterlich besoffen. Und sie schwenkte ein Glas Bier und rief: Komm, mein Kavalier, mach den Schluck von dem elektrischen Klavier. Franke nahm das Glas Bier und zerschmetterte es kurzerhand auf ihr. Hieraus wird jedem klar, dass er selber auch nicht völlig nüchtern war. Im Spital ergriff den Franke große Reue. Er verlobte sich mit seiner Braut aufs Neue. Und zur Hochzeit schenkt er ihr als ein echter Kavalier noch ein anderes elektrisches Klavier. Dieses spielt Tag und Nacht. Ja, die Liebe ist doch eine Himmelsmacht. Dieses Spiel, Tag und Nacht. Ja, die Liebe ist doch eine Himmelsmacht.